Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Danny Röping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Bams. In der letzten Folge haben wir uns ein paar, haben wir uns ein paar neue Meister gesucht. Und zwar Vegeta, Tenshinhan, Shippuden, Piccolo, Yamshu und Son Gohan. Habe ich nicht gerade gesagt? Vegeta, Son Gohan, Tenshinhan, Shippuden, Yamshu und Piccolo. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Wir machen Parallelquests, nehme ich an. Weil ich bin kurz vom Level und nachdem ich das Level bekommen habe, versuchen wir noch mal hier gegen Freezer und Cooler anzustinken. So, ich habe ja nur noch eine Quest übrig, dann machen wir die direkt mal. Und nehmen uns Vegeta als Partner, weil wir sind ja jetzt unter denen am Trainieren. Und ja, zeig mal. Aber er. Ich mach dich fertig oder ich zerstöre dich, irgendwie sowas heißt das, ne? Ja, und dann haben wir alle Level 2 Parallelquests. Wo ich werde nicht nie im Leben Level abbekommen hiervon, ne? So, ich muss so viele erledigen wie möglich, oder? Komm her, buff, 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 na, Banana. Ich habe vergessen, Dingens reinzupacken, verdammt. Hier diese Energieaufladung. Los, Vegeta, und Vegeta macht die platt. Ja, wenn ich meine Meister auf Quests mitnehme, dann tut sich meine Zuneigung zu denen ja erhöhen. Das will ich ja. Ich meine, ich mache das schon genug offscreen, aber trotzdem. Dauert ganz schön lange, habe ich so das Gefühl. Aber nicht so lange wie im ersten Teil, glaube ich. Apul, ha, habe ich den überhaupt schon? Hey, hier geblieben. Mich stört halt echt, dass man halt nicht so schnell nach seinen Angriffen einsetzen kann. Also seine Fähigkeiten hier. Problem ist, ich hau die weg. Meiner. Verdammt. Ich hau die weg, so Dintin. Da muss ich erst warten, weil dann ist halt noch ausgegraut. Und erst dann kann ich mein Kamehameha oder so einsetzen. Und das nervt. Ich kann so nicht direkt nach einer Kombo einsetzen. Das ist dämlich. Was zum? Aber wo zieht's eigentlich hier auf der Zeit hin? Weil da muss man richtig abtimen. Ich meine, das ist eigentlich nicht schlecht vielleicht so für Competitive, also Online-Kämpfe und so, was ich wahrscheinlich sowieso nicht machen werde. Aber trotzdem, damit nicht jeder einfach hier unter Wochen Angriff machen kann, muss halt ein bisschen Timing haben. Also ist auch schon verdammt nah. So, ich habe immer noch diesen Molotow-Angriff eingesetzt. Ich muss mal gucken. Upsala. Weil jetzt eine Fähigkeit einsetzen, habe ich mir gedacht, nee, lass mal. Und dann habe ich noch R2 gedrückt gehalten und dann habe ich einen Angriff eingesetzt. Sag mal, kannst du dich auch mal zu ihm umdrehen? Ich habe dich doch angesehen. Buff. Du, mein Gott, wie schnell sie sich bewegen können, das gibt's doch nicht. Nein, mir fehlt ein bisschen. Was zum? Das ist der Angriff? Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn so jemanden treffen? Ey, das ist doch voll die Verarschung. Ey, Toilette. Oh, das gibt's halt nicht. Ja. Ich glaube, die Meister tut man so schneller aufleveln, je schneller man Quests erledigt. Also, wenn man Z als Rang bekommt. Also, was ja eigentlich das gleiche ist. Ne? Je schneller man die erledigt, desto mehr Punkte kriegt man am Ende, nehme ich an. Der war noch meiner? Okay. So gut, haben wir da noch. Oh, ich möchte den ganzen Weg dahin fliegen. Warte, da war noch einer. Oder? Ich habe noch was Rotes gesehen, okay. Nämlich. Ich hasse Bäume. Bäume. Kleiner Callback zu
Super Smash Brothers. Ich habe auch Bäume. Bäume. Na komm mal, ja, da mache ich einen Einschlag für dich. Hey, da kam gerade jemand aus dem Klo oder was? Das wollte ich eigentlich nicht machen, ich wollte das hier machen. Oh, das ist einmal nicht. Ausrüstung halten, geil. Ich glaube, man tut auch gar keine Ausdauer mehr verbrauchen, wenn man Kaioken einsetzt. Nicht schlecht. Ich treffe. Willst du mich verarschen? Hey, mit dem Kamehameha triffst du hier nichts, habe ich das Gefühl. Hey, das ist ein Goku's Move. Was machst du da? Immer die ganze Zeit mit ihren blöden Seitwärtsschritten, ne? Die machen das dann nur zufällig und ich treffe die dann zufällig nicht. Ja, da kommt jetzt Freezer. So wie du hast meine Männer erledigt. Ich erledige dich. Oh, ich hoffe, ich schaffe den Storykampf mal. Nein, du bist von Goku. Den habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Also Son Goku, Ginyu. Ein paar Charaktere tut man sowieso nur erst nach Parallelquest oder so. Hallo? Freischalten, nehme ich an. Er will nicht andauernd diesen Seitwärtsschritt machen, ne? Die machen das doch nur zufällig, ey. Ich habe einfach nur Pech, die an mir zu treffen. Das gibt's einfach nicht. Ja. Ja, verdammt. Ja, was soll das? Wie dein Quascherball. Immer aufhören mit diesen Teleportationen. Also, rufe an. Rufe an. Okay. So. Eine Fähigkeit, geil. Wenn wir diesen Molotow-Angriff mal treffen. Ich habe das Gefühl, damit werde ich nie treffen. Boah, ich werde schon abgehauen. Geblieben. Hör auf meine Vegetas einzuprügeln. Alter, kannst du mal hier bleiben? Ich will dich doch nur kaputt hauen. Komm her. Ich verstehe gar nicht, wie diese Ausweichschritte immer so schnell machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jede Bewegung, die ich in diesem Spiel mache, irgendwie immer so, weiß ich nicht. Ninja-Anzug, was? Also für jeder Angriff, den ich mache, der hat irgendwie so eine Abklingzeit. Ich mache meine Kombo zu Ende, dann muss ich erst eine Sekunde warten, bis ich meinen Kamehameha einsetze. So in dem Sinne. Verstehe nicht, wie das bei denen immer so schnell geht. So, haben wir noch irgendeine... Oh, da liegt was. Noch irgendwas Einfaches, was wir machen können. Mit den Dreier-Dingern. Haben wir da auch alles abgeschlossen. Sie alle Gegner, 10 Minuten. Ach, das habe ich mal online gemacht mit dem Kollegen. Und 3 Dragon Balls zurück. Energieschuss, Todeshieb. Siege für... Komm, Schredderblitz, okay. Okay, versuchen wir mal hier wieder. Aber ne, machen wir mal hier vom Namek irgendwie was. Da war einer, ich weiß. Wird er die ganze Zeit hier angegriffen. Machen wir mal das. Vielleicht kommen wir ja weiter. Ja, sowieso nicht vom, was das immer abhängt. Die Mission kommen. Heidende. Hi, Nail. Wir sind untergeben, suchen dieser Gegner nach Dragon Balls.
Blablabla, hatten wir schon. Name Verteidigung 2. Hole 4 Dragon Balls zurück, kein Ding. Muss die Typen nicht erledigen, oder? Das werde ich nämlich nicht machen. Einfach nur Dragon Balls suchen, ja. Bin schon wieder allein, ne? Nee, nee, das glaube ich dabei. Nee! Nee! Aber ich mache mich trotzdem platt, komm her. Oh. Vielleicht gibt es ja dafür Erfahrungspunkte. Eigentlich nicht, ne? Aber Punkte. Welche zu Erfahrungspunkten aufgeteilt werden können. Oh nein, noch kommt jemand. Und buff, 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 buff. Also würde ich so ein paar Tennisbälle werfen. Tennisball Attack. Ja, gibt ja auch Volleyball Attacke, ne? Also, oh Gott. Boah. Wenigstens könnt ihr eure Ausweichangriff nicht immer spammen, weil ihr jetzt auch Wert habt, die ich sehen kann. Da, genau, meine ich. Ich wollte jetzt direkt schon einsetzen, aber konnte ich noch nicht. Muss ich wieder eine Sekunde warten. Nee, ich habe geblockt. Immer diese Sprintangriffe. Jeder kann jetzt im Sprint. Oh Gott. Pff, ich habe irgendwie weggetankt. Oh ja. Buff, buff und tschüss. Da bist du. Ja, oh, hemmt meinen Dragon Balls. Ich meine, euren Dragon Balls. Ich will euren Planeten beschützen. Mhm. Da will ich auch die verdammte Freezer-Saga abschließen. Nee. Ich wollte eigentlich jede Saga in einem Party reinpacken und dann machen die mir einen Strich durch die Rechnung. Gibt es einfach nicht. Oh, da war noch einer irgendwo. Da war er. Hey. Ja, joink. Und die Quest noch fortgesetzt? Ich glaube nicht, ne? Muss ich letztes Mal nicht nur drei sammeln? Wenn die mal mehr. Läuft das so ab? Ich will natürlich nicht wissen. Ich will nur Fragen in den Raum werfen. Gut. Haben wir das. Und Tschüssikowski. Ha. Ich tue so bestimmt Nail freischalten, ne, wenn ich alles mache. Wir haben ein Level ab. Wir kriegen 5 Dinger jetzt immer. Geil. Schaffen wir echt alle Werte zu maximieren, wenn das so weitergeht. Wahrscheinlich bekommen wir so in den letzten Level voll wenig. So wie in, boah, in welchem Spiel war das nochmal? Dragon Quest. Ist auch immer so abgelaufen. Kriegst immer so ab Level 30 so voll viele. 5, 6 und dann irgendwann kriegst du nur 2. Nicht sehr sicher. Dank dir, mach weiter so. Ja, kein Ding. So, zeig mal. Wir haben doch hier so ein Fortschritt-Ding, ne? Wenn ich jetzt nur wüsste, wie hoch das letzte Mal war. 10% erst. So, gut, ich mache meine Werte an. Ich habe jetzt alles auf 20. Geil, ne? Ja, noch mal hier, wo ich treffe nichts, das ist ein Problem. Geh mal auf Ausdauer, Gesundheit. Ich muss mit meinem blöden Angriff noch mal treffen, damit sich das lohnen würde. Upp. Ja, ja, für die paar Meter bin ich dahin gefahren. Ja, du willst irgendwas hier, buff, Wasser, okay. Ich habe nichts, ja, super. Und dann versuchen wir uns mal in die Freezer Saga. Ich will das einfach mal schaffen. So, kann ich mich auch direkt einporten? Nö, ne? Wuff. So, komm her. Da liegt was, ist mir egal. Ah. So, ich will die verdammte Story jetzt weitermachen. Gibt's noch nicht. Wahrscheinlich schalte ich auch irgendwelche Klamotten und irgendwie sowas frei. Ich habe im Moment alles aktuelle, glaube ich, gekauft, weil es zum Verkauf gibt. Und ich habe alle Sachen, glaube ich, die man in den Level 1 Parallel Quests bekommen kann. Ja.
So alle Klamotten, die man freischalten kann. So, weiß ich nicht, Son Gokus Mutenoroshigi und so. Son Gokus beschissene Mutenoroshigi. Ich weiß, hat JFR beschädigt, aber ich sag gerne beschissen, weil da steht. So, die Gegner hier sind Level 30 oder so. Ich müsste die eigentlich locker weghauen, wenn ich nicht hier die ganze Zeit zugekombot werde. Ja, das kennen wir schon. Cooler und Freezer, ja, zwei Brüder vereint. Jetzt sagt, ich bin der Bruder von Son Goku oder was? Okay, also wollen wir mal. Wuff, wuff, wuff. Nee, ich hau die jetzt voll locker weg. Das gibt's auch einfach nicht. Ja, jetzt fängt der Kampf ja erstmal richtig an, ne? Das war letztes Mal viel schwieriger. Warum? Muss ich erst Freezer erledigen oder was? Ja, einfach so mal, ich bin auf Cooler losgegangen. Gegen Freezer kämpft man noch dauernd. Nur gegen Cooler kämpft man. Aber Freezer halt voll wenig aus. Was ist ja das? Aber ich krieg danach Super Saiyajin irgendwo zu kaufen oder so. Wahrscheinlich muss ich wieder eine Quest machen oder so, ne? Jetzt macht der das schon wieder. Ja, wie machen die das? Das geht mir so auf die Klötze. Der macht mich voll easy fertig jetzt wieder. Oh nein, geh weg. Willst du mich verarschen? Genau so ein Scheiß meine ich andauernd. Ich darf nichts mit meinen Angriffen, aber die setzen einmal ihren Ultimate ein und ich bin weg. Da guck ich das an. Da guck ich das an. Der Frust hat. Oh, ich treffe sogar. Oh mein Gott. So, hier Frust hat. Mann, ich will den QM. So, da gehen meine ganze Heilung wieder. Was ist das? Sind sogar echt schwierige Kämpfe hier, aber da waren sie auch im Dingens, im ersten Teil. Und so, oh Gott, gar kein Problem, wir hatten fast gar keine AP verloren, geil, ne? Ja. Nein, der macht irgendwas, oder? Oh Gott! Was ist das? Wo, 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 wo. Und schon, ich hab ich gleich. Verreck! Verreck! Saiyajin sind Krieger! Nein! Uff! Mein Ausweichdingen erledigt. So, ich brauche irgendwas zum Heilen, glaube ich. Ich habe nichts zum Heilen, geil. Aber wir sind jetzt zu zweit, komm. Wuff, 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 wuff. Wenn er so lang, wenn er die ganze Zeit auf Goku losgeht, ist sogar noch besser. Komm her, wuff. Ich glaube, es ist überhaupt Son Goku. Er ist Level 22. Wir sind Level 25. Warum habe ich so Probleme mit denen? Durch mal an, wie viel Schaden die machen. Da kann irgendwie nicht normal sein. Boah, es geht einfach nur weiter. War eigentlich Son Goku als Super Saiyajin deutlich stärker als Cooler. Ich weiß auch gar nicht mehr. Am Anfang jedenfalls, aber dann weiß ich nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Oh, oh, oh. Oh. Verliere nicht. Mich. Hier, Kristall. Nein, jetzt geht er auf mich. Nein, geh weg. Dann mach mich mit einer Kombo ja weg. Nein, lass mich in. Nein, 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 nein. Nein, jetzt nicht echt, oder? Warum bin ich umgedreht? Boah, hör auf! Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Ey. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ey, wenn die sich auf mich konzentrieren, bin ich tot. Ich bin Level 35. Ich habe zwar meine Werte voll random verteilt, aber trotzdem. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Oder das gibt es jetzt nicht. Bleibst du jetzt hier? Oh. Ernsthaft? Aber meine Energiekraft ist aber noch da, gut. Ja, wenn die jetzt mal nachfüllt. Und schon, kaputt.
nicht, was er da so schwer ist. Bin ich wieder der Einzige, der Probleme mit diesem Kampf hat, ne? Ja, dann nehmen wir uns auf einen oder was? Ja. Ich glaube, ich öffne die Kämpfe mal mit dem Viereckangriff, weil der stärker ist. Aber, nein. Was soll ich überhaupt? Boah, dieser Angriff, ne? Da geht mir auch für Nerven. Ja, das ist überhaupt nicht gemacht, geil. Ich weiß auch nicht, was ich anders hier mein Key aufbewahren soll. Ja, was ist das? Aber tue ich die auch hier schon wegkombon immer ein? Super. Ja. Verteidigen scheint auch die Hälfte der Zeit nicht zu funktionieren, wenn ich das mal machen will, aber was ist das? Nein! Ja, komm. Komm her! Uff, 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 uff. Gibt's doch nicht. Komm her! Ha, ich hab dich gefangen! Was soll der hat schon wieder? Warum habe ich jetzt so einen blöden Angriff wieder gemacht? Ha! Okay, ich muss versuchen zu blocken. Du hast keine Ausdauer? Komm her. Ja, keine Ausdauer. Da kann ich ausweichen. Komm her. Ah. Oh Gott. Was ist das? Okay, ich muss einfach nur L1 drücken, zur richtigen Zeit, diesen Abwehr zu machen, oder was? So, nochmal. Gehen wir auf Nummer sicher hier. Ja, diesmal haben wir den aber, oder? Ja, komm her, ja. Hm. Ausgewichen, ich hab abgewehrt, meine ich. Oh nein. Was so? Da, genau. Aber es geht halt schon wieder los hier, ne? So, ich habe keine Abwehr, also muss ich irgendwas machen mit dir. Ausdauer, meine ich. Weg von mir. So. Was ist das? Verbrennt in der Lava. Na, komm her. Boom! Nein, er hat abgewehrt. Wie kann denn sein? Oh. Oh nein, ich bin tot, oder? Hört doch jetzt nie wieder auf. Den Angriffen. Nichts da daneben. Ah. Was zum? Wie? Mehr? Was machst du da? Achso, Son Goku hat den geworfen. Und friss er das? Duft, duft. Boah. Komm her. Son Goku, lass mir den. Friss er das? Ah, sehr gut. Bobby hat geht noch weiter. Und da tut natürlich nichts in der Geschichte ändern, dass Cooler hier aufgetaucht ist, wenn wir ihn schon verfrüht erledigt haben. Oh nein, das geht noch weiter, oder? Alles klar. Nein, fertig, Son Goku. Die haben mich voll angekotzt, die beiden. Aber nicht Son Goku und Freezer, aber Freezer und Cooler. So, D ist klar. Leck mich doch an. Warum war dieser Kampf so schwer? Jetzt ehrlich. Hi, oh Gott, hey, da bin ich.
Und da bin ich nochmal. Hi. Person, die definitiv nicht Bardock ist. Es ist ein bisschen offensichtlich. Ich meine, er ist sogar auf dem Cover. Es ist Bardock, oder? Für wollen wir wetten? Gerade so noch überlebt. しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。とわとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。 Haben sie einfach alle Filme angeguckt. Ist irgendwie, als würden wir herausfinden, was im ersten Teil passiert ist. Mira und Toa. Ich war noch nicht mal bereit, gegen Freezer und Cooler zu kämpfen. Mach ich mal neue Klamotten. Das Gefühl, aber die sehen so cool aus. Oh, Story. Was ist das neue Weltkartenthema? Mein Gott, die Musik. Tommy Wirbel, du bist jetzt kein Zeitsoldat in Ausbildung mehr, sondern eine Elite-Zeitsoldat. Ich verleihe dir damit deine Fluglizenz. Geil. In anderen Worten, du darfst jetzt auch hier in Canton City Flug einsetzen. Außerdem hast du noch Freezer besiegen können. Das war ausgezeichnete Arbeit. Beachte bitte, dass du hier nur in Canton City fliegen kannst. Zeugnis und andere große Spalten sind immer noch tabu. Der Vorsicht da draußen. Ich möchte nicht, dass du irgendwelche Unfälle verursachst, okay? Okay. Kannst du durch Condom fliegen, indem du X springst und L2 gedrückt hältst, um einen fluggeheimen Boost-Sprint auszuführen. So kannst du die Umgebung frei erkunden und Orte erreichen, die zuvor unerreichbar waren. Geil. Auf und davon. Wuff. Sehr geil. So viel gemütlicher so. Schön. Ah, warte. So, ich dachte, da wäre was. So, meine erste Frage. Sind neue Sachen, ja. Was sind denn alles für neue Sachen? Alles hier gekauft. Kampfausrüstung ist bösen Zauber, ja super. Für eine Kerner, Eliteanzug. Für Freezer, Leute. Für mich ist nichts Neues, Ravi. Boah, leck mich doch an. Okay, war ein Name Kerner Saga, ne? Deswegen nehme ich mal an. Ja. Moment hier noch. Explosionskanone, kaufe ich mir alles auf Screen. So, wollte ich noch irgendwas machen? Ich weiß nicht. Ist ja irgendwas Neues? Kann ich ja an irgendwelchen Orten mal finden? Hier oben. Oh. Da oben zum Beispiel. Also viel gemütlicher auf die Weise. Wie weit wir fliegen können, ey. Jetzt der König der Welt. Ja, macht es auf jeden Fall ein bisschen gemütlicher. Gut, ich glaube, dann irgendwann wollte ich schon mal machen. Ich weiß es noch nicht mehr. Was war noch mal? Was zum Teufel wollte ich noch mal? Jetzt sehen wir auch erstmal, wie der Ort hier genau aussieht. So. Dann haben wir hier noch. Okay, dann haben wir eben nichts. Gut. Auch gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.